So, liebe Leute, vergessen wir mal den Fakt, dass hier so lange keine Videos kamen und widmen uns zu der krassesten News des Jahres für alle Mario-Fans. Denn heute ist der heilige Tag, der 3.9. Nintendo hat endlich mal wieder was rausgehauen für alle Mario-Fans und allgemein mal wieder ein bisschen Content für die Switch. Und zwar zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. Erscheint nicht nur Super Mario 3D World für die Switch, ein Super Mario Bros. Battle Royale, der so ein bisschen wie Tetris 99 aufgebaut ist. Nein, es kommt auch das, worauf wir alle gewartet haben. Und zwar schon sehr bald, am 18.09. erscheint die Super Mario 3D All-Stars Version der Spiele Super Mario 64, Mario Sunshine und Super Mario Galaxy 1. Die kommen in einem Bundle für die Nintendo Switch schon in 2 Wochen raus. Das ist unfassbar, Leute. Und jetzt habe ich auch endlich wieder Motivation, mit so viel geilen Content Videos zu machen. Ich bin ehrlich zu euch, es ist hier nur mein Zweitkanal. Ich habe hier immer nur Videos gemacht aus Spaß, weil ich Bock drauf hatte, weil es Content gab. Und ich wollte halt keine Videos machen, nur um Videos zu machen. Jetzt haben wir wieder Inhalte von Mario, über die man Videos machen kann. Und sie kommen schon diesen Monat. Also es wird ein grandioses Jahr für alle Mario-Fans. Ich wollte nur die News raushauen. Im Hintergrund habe ich euch Gameplay eingeblendet. Liebe Leute, ich freue mich wirklich auf diese Zeit, die uns jetzt bevorsteht. Es sind zwar ältere Spiele, aber sie sind auch alle nochmal gepolished, für die Switch optimiert, mit den Joy-Cons nochmal optimiert. Gerade Mario Galaxy und Mario Sunshine sah sehr gut aus. Ich verlinke euch nochmal die ganze kleine Mario Direct, die 16 Minuten geht, in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch nochmal das ganze Video reinziehen. Es ist auch in der Art ein Mario Kart mit Augmented Reality, mit so komischen Figuren, beziehungsweise Karts, so Spielzeugen rausgekommen, mit denen man jetzt zu Hause rumfahren kann. Man kann seine eigene Strecke aufbauen. Auch ziemlich cool für die jüngeren Leute. Aber ich bin ehrlich zu euch, am allermeisten freue ich mich einfach auf Super Mario Sunshine für die Switch und auf Mario Galaxy. Mario 64 habe ich schon so oft gespielt. Ich bin gespannt, wie es aussieht auf der Switch letztendlich, ob sie die Texturen irgendwie überarbeitet haben oder einfach nur das Hochauflösender gemacht haben mit den Texturen, die sie besitzen. Weil es ist ja auch kein Remaster. Wie dem auch sei, schreibt mal eure Meinung zu dem ganzen Kram jetzt in die Kommentare. Und wundert euch nicht, dass auf einmal von Theo wieder eine Abo-Box ein Video gespawnt ist, Leute. Ich war nie weg auf meinem Hauptkanal. Ich habe lediglich hier das mit den Nintendo-Videos gestoppt, weil es einfach für mich in meinem Interesse gerade keine Games gab. Es gab zwar das neue Paper Mario, was auch ziemlich cool ist. Es gab auch Super Mario Maker-Content, was meiner Meinung nach aber für mein Gefühl einfach schon zu viel behandelt wurde. Ich habe es zu ausgelutscht und ich hatte wirklich keine Lust mehr. Und ich freue mich einfach auf neuen Content. Deswegen gibt es jetzt auch bald wieder Content zu den ganzen Mario-Games auf diesem Kanal. Deswegen bleibt up to date. Aktiviert die Glocke wieder, falls ihr sie deaktiviert habt. Und ansonsten würde ich sagen, liebe Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Die Zeit wird zeigen, wann das nächste Video kommt, aber ich denke, da das Spiel ja schon am 18.09. rauskommt, wird es nicht so lange auf sich warten lassen. Haut rein, liebe Leute. Ciao und tschüss, euer Theo.